Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von American Truck Simulator. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falsche Hupe. Besser. Und wir legen auch gleich los. Wir starten die Motoren. Heute sind wir wieder richtig fleißig unterwegs. Wir sind heute hier oben in Penleton und fahren hier eigentlich so den nordöstlichen Bereich hier runter. Kann man auch nicht viel falsch machen, eigentlich immer nur geradeaus fahren, die 84 runter nach Ontario. Genau. Schön. Fangen wir an. Ah ja, und wir fahren heute Pflüge. Wir haben gerade mal viel. Oh. Wie soll man hier rumkommen? Genau, 4 Tonnen haben wir Ladung. Echt mega viel. Wir sind echt richtig schwer heute. Pflüge. Ja. Muss ja auch irgendwie transportiert werden. Die sind halt groß und sperrig, ne? Mit der Post geht das nicht. Müssen wir hier raus? Ja. Mal ein bisschen weiter ausholen, weil sonst kommen wir da nicht rum. Ciao, Scotty! Ja, was ist da los? Du Raser! Das war ein Bulle! Alter, der ist gefetzt hier, der Wahnsinn! Das ist ein Stoppschild. Scheiße. Den werden wir mitnehmen. Was stellt man an so einer Kreuzung da so an die Ecke ein Stoppschild hin? Brems, LKW, brems! Ich bin hier am Rangieren. Puh. Na gut. Ein bisschen aufpassen. Der vordere Hänger, der ist ziemlich lang und der hintere sehr kurz. Gut, das ist eine normale Kombination eigentlich, scheinbar. In diesem Spiel. Aber mit drei so Teilen kommt man ein bisschen besser um die Ecken rum, ne? Da muss man ein bisschen bedenken. Das haben wir jetzt am Stoppschild gemerkt, am Ausgang der Firma haben wir es gemerkt. Also da muss man ein bisschen drauf achten, wenn wir abbiegen, dass wir doch ein bisschen ausholen, sonst bleiben wir jedes Mal irgendwo am Bordstein oder so hängen. Das muss ja jetzt nicht sein, ne? Halleluja! Sehr schön. So, das ist jetzt eigentlich fast nur noch geradeaus fahren jetzt. Ja, das ist eigentlich. Die Autobahn geht eigentlich komplett Nordost vorbei. Merkt man, wir haben kein Gewicht. Wir ziehen hier gerade mit 75 Meilen durch. Fast geschmeidige 140. Was ist denn das?
Das war so ein Golfcaddy, oder? Ach du Scheiße. Ein Golfcaddy auf der Autobahn. Talent. Der hat Talent, der Mann. Was ist das für eine Kurve? Auf der Autobahn. Muss man ja aufpassen. Was? Ah, Scheiße. Das meinte ich. Müssen wir aufpassen mit dem blöden Auflieger. Der lässt uns überall hängen. Coole Strecke. Oh, Bullen. 65? Hallo, ja, fahr doch mal. Vollidiot. Ja, den muss ich jetzt bremsen. Ich will ja nur 65 fahren und ich fahre hier gerade 75. Gleich so ein Bullen vorbei. Jetzt bremst er schon wieder, der hat einen an der Glatsche. Schmeckt. Highspeed. Vorbei an den Station Wagon mit 80 Meilen. Ich glaube, wir fahren auch schon 90. Da kann ich schon gar nicht mehr anzeigen, wie schnell wir fahren. Das ist gerade so krass. Wir fahren fast 200 Berge ab. Weißt du, können die Nadie umfahren. Okay, dankeschön. Das ist ein Bulle da vorne, oder? Fahren wir mal ein bisschen langsamer. Guck, wie lange wir bremsen, bevor was passiert. Krass, Alter, wie schnell wir waren. 100 Meilen bestimmt. Das ist gar kein Bulle. Schade, hätten wir vorbeiziehen können. Naja.
Spaß war kurz, aber spaßig. Ist okay. Boah, 200. Nicht ganz 200. 100. Was sind's da? Wenn ich 200 Meilen fahre, dann sind es 160 km/h. Oder? So war das doch. 1,6 Meilen sind 1 km/h. Nee, dann wäre. Nee, warte mal. Ja, also so ist schon richtig, aber dann wär ich keine 160 gefahren bei 200. Ach, keine Ahnung. Nochmal 60 Meilen, genau. 60 Meilen sind 100. 120 Meilen wären dann demnach 200. So schnell sind wir nicht gefahren. Sind vielleicht 100 Meilen oder so gefahren. Dann sind wir trotzdem sehr schnell gewesen. Für einen LKW. In Deutschland unvorstellbar. Wahnsinn. Auch jetzt, ne? Wir fahren 120, 140. Oh, das sind Cops. Oregon State Police. Nein! Da war ich zu früh dran mit Beschleunigen. Aber viele neue Fahrzeuge, ne? Viel Fahrzeugvielfalt. So richtig cool. Auch andere Trucks, Pickups mit Hänger und so. Boot-Trailer. Lauter verschiedene Autos. Also sehr, sehr, sehr viel Vielfalt. Also wirklich sehr schön. Zum Anschauen. Oh, scheiße, wir müssen raus. Sind wir schon da? Fast zu früh. Ontario! Ja, da sind wir ja wirklich fast schon da. Ja, krass. Das war eine schnelle Fahrt. Gut, muss zugeben, wir sind auch schnell gefahren, ne? Wir hatten wenig Orte. Das ist natürlich gut, wenn man wirklich durchgehend auf der Autobahn fahren kann, ohne irgendwelche große Abbiegevorgänge oder sonstige Sachen. Wenn man einfach nur geradeaus fährt, Autobahn. Und wir sind schnell gefahren. Also wir sind echt schnell gefahren. Wir sind ja jetzt wirklich konstant unsere 70, 75 Meilen gefahren. Und kurzzeitig sind wir sogar über 100 Meilen gefahren. Also wir waren echt schnell unterwegs. Das war der Stuhl, der gequietscht hat. Sorry. Kommen die Hunde gleich angerannt. Da hat was gequietscht. Was war das?
Oh, da ist rot. Ich habe immer das Gefühl, wenn eine Ampel da ist, dann ist sie rot. Immer. Es gibt gar keine grünen Ampeln oder Polizei. Stay tuned, Brothers. Ja, aber vorsichtig! Was waren die denn so? Ne, Ford ist das. Ford, oder? Ford Explorer oder so. So, jetzt bin ich. Weiß ich gar nicht, wie viele Stunden bin ich jetzt am Stück gefahren? Und das ist jetzt die vierte Folge? Fünfte Folge? Hm. Irgendwie so. Ich gehe jetzt Mittagessen machen. Und den abgeliefert haben. Wobei wir noch was Kleines machen können. Ne? Wir sind echt gut in der Zeit. Also. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen zum Einpacken. Schauen wir mal. Ein Hund zwischen den Fußpedalen. So. Okay, schauen wir mal. Wohin? Dahin oder übersprungen? Na dann. Dahin. So. Schauen wir mal. Das dürfte ja nicht so wild werden. So, neue Werkzeuge für euch. Aber das lohnt sich hier. Ne? Das sind richtige Feldarbeiter hier. So riesen Felder. Für ganz Amerika. So, schauen wir mal. So, nicht gut. Wir müssten weiter rüber. Ah. Wie viel Platz haben wir denn vorne? Voll verkackt. Den kriege ich auch niemals mehr gerade. Der hintere wird schon so schief. Das ist so schrecklich, das hinzukriegen. So darf ich jetzt überhaupt nicht. So blöd sowas. So, aber hier darf ich abstellen. Zumindest so tun, als würde ich ihn abstellen. So. Jetzt dürften wir, also könnten wir rein theoretisch noch was Kurzes machen. Schauen wir mal, ob wir was Kurzes finden. Also es muss wirklich kurz sein. Gewicht, Streckenlänge. Ah. Das hier ist das Kürzeste.
Ja, das sind schon längere Sachen. Ne, dann machen wir hier jetzt Schluss. Dann machen wir heute ein früher Feierabend. Dann kann ich jetzt essen. Ah, hier, guck mal. Titbit. Was sind diese... Das ist diese komische Firma, wo ich dachte, hey, da hat jemand einen Fehler gemacht. Okay. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.